Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen und willkommen hier wieder zurück bei The Division. Muss mich ganz kurz orientieren. Nein, das war die falsche Taste. Natürlich war es die falsche Taste. Was wir gemacht haben, was wir machen wollten. Ich hatte, glaube ich, angedeutet, dass wir hier mal in Tenderloin mal schauen gehen. Allerdings ist uns das, glaube ich, immer noch ein bisschen hochgeriffen, um hier alleine ein bisschen parat zu kommen. Da steht zwar Stufe 9 bis 12 oben rechts in der Ecke. Allerdings haben wir hier jetzt bei der Mission hier zum Beispiel schon Gegnerstufe 25. Hier haben wir ebenfalls 25 und auch 25. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen zu knifflig. Gegnerstufe 25. Habe ich hier irgendwas umgestellt von dem Schwierigkeitsgrad her? Gegnerstufe 25? Okay. Gut, es steht anscheinend gerade überall. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob ich irgendwas falsch gestellt habe oder ob ich gerade einfach zu doof bin, um hier irgendwas zu begreifen. Aber wir versuchen es dann doch einfach mal hier. Und zwar Satellitenverbindung Tenderloin Dingsbums und Schisskram da. Das machen wir jetzt einfach mal. So, na Gesundheit, Typ. So. So, jetzt dürfen wir erstmal wieder ein bisschen durch die Gegend eiern hier. Und dann wollen wir mal googeln. Ah, so weit ist es ja nicht. Oh, aber weit oben. Ich befürchte, das heißt mal wieder. Oh, wacke. Ja, also die haben auf jeden Fall schon mal nicht Stufe 25. Das steht schon mal fest. So, kriegen wir die Flasche vielleicht auf Anhieb kaputtgeschossen? Komm mal hier, nehmen wir mal. Was haben wir denn hier jetzt tatsächlich als Sniper eingestellt? Halt, nein, war schon richtig die Taste. Inventar. So, unsere mittlere Waffe ist unser MG und die 1 ist unser Sniper. Alles klar. Ja, bist du denn das Wahnsinnstyp? Heidenei. Da drückt man einmal auf die falsche Taste. So. Ja. Haha. Badaboo. Sehr schön, auch erwischt. Nice. Wen steht fluppt hier ja direkt. Wunderbärchen. War nun leider noch nicht für die Mission. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass ich mit dem Sniper so eine Geschisselflasche mit einem Schuss aufhauen kann. Komm hier, das Echo nehmen wir gerade noch mit. Dann sparen wir uns das spätere Einsammeln irgendwann mal. Okay, die Dokli. Kann ich hier irgendwas Befehl, machen? Sie bleiben auf eigenes irgendwas Risiko. Untersuchen. Sieht aber nicht danach gehen. Aus. Gut, dann haben wir es jetzt eingesammelt. Und damit dieses Aufgäbelchen erfüllt. Mir schwant Böses hier. Boing, boing. Tupido. Ach Gott, gibt das eine Kletterei hier? Boing. Und heppa. Und rauf, rauf, rauf. Hoppala. Und hoppala. Oh, Knöpfchen suchen. Wirklich jetzt? Ja, das dachte ich mir doch schon fast hier. Ja. Ey, okay. Dann ab in das Gebäude. Kann ich nicht rein. Das ist nicht so schön. Da, ich muss ja da rein können, wollte ich gerade sagen hier. Hopp, hopp. Ja, verwinkelte Kacke hier. Nein, da geht's nicht weiter. Ah, hier scheint es weiter zu gehen. Hier durch, hier durch, hier durch. Hier lang, hier hoch, drüber. Ja, hier sieht das so aus, als könnte ich richtig sein. Hier, ich habe ja aber noch genug Zeit. Ja, wunderbar. Na, das ist ja nicht gerade das Komplizierteste hier. Antenne repariert. Das nächste Ziel haben wir... Hör! Doch, geht. Vermeintlich. Ey. Autsch. Das hat sich so ouch angefühlt, als ob das wehgetan hätte. So, wo ist der? Ah, da haben wir doch ein Stück kaputten Zaun. Da können wir drüber klettern. So, weil über den Stacheldraht will er nicht.
Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt drüber klettern wollen. Nur waschen Sie sich bitte die Hände. Ich will mir gar nicht vorstellen, was an den Dingern für Bakterien haften. Bestimmt ganz, ganz fiese. Oh, schön. Plündern, nehmen wir doch direkt mit. Neue Erfahrungsstufe, Level 10. Nice. So mag Papa das. So, ja, mal wo sonst gerade nichts zum Einsammeln, so wie das aussieht. Aber hier unten liegt aber, glaube ich, noch irgendwo. Ey, hüpfst du da runter? Hops, hops. Da haben wir auch noch einen Rucksack zum Einsammeln. Das haben wir da drin. Schisskram. Ist mein Rucksack voll? Willst du mich verarschen? Nö, ist er nicht. Doch noch genug Platz. Naja. Haben wir irgendwo was, wo wir uns abseilen können? Wahrscheinlich nicht. Ja, nein, das lassen wir mal besser. Wo kamen wir denn her? Ach, hier sieht es so aus, als ob wir hierher kamen. Ah, guck mal da, da haben wir noch ein paar Bauteile. Jawohl, ein bisschen Stoff. Stoff und Snaps. Und Stoff und Snaps. Und ja, ich habe damit gerade wirklich angefangen. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie finde ich dieses Lied sogar lustig. Auf eine sehr perfide und kranke Art und Weise, aber lustig. Kletter da raus. Mensch, dass man dir immer alles dreimal sagen muss hier. Und kletter da runter. Naja, das machst du natürlich sofort und noch an der falschen Stelle. Ach je, wenn man nicht alles selber macht hier. So, hier stand glaube ich unser Bus, beziehungsweise unser Müllwagen. Ich habe mich doch gerade schon eingesammelt, ich aktives Echo-Signal da. Gut, was können wir denn sonst noch machen? Ah, die dauert jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen zu lang. Was machen wir denn? Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem mal für ein paar Sicherheitsflügelgüter. Ja, das machen wir, die Straßensperre, hey. Oh, komm mal hier, kann ich dir helfen? Ja klar, Medipack. Sie haben mir Grund gegeben, durchzuhalten. Ja, so bin ich nun mal. Ich gebe allen für irgendwas irgendeinen Grund. Den einen zum Sterben, den anderen zum Durchhalten. So. Dann gucken wir mal, wie es hier mit der Straßensperre aussieht. Ah ja, verstehe. Jede Menge Cleaners. Meiden Sie den Bereich. Oh, Waffe wechseln. Oh, komm her, zeig mir deine Gasflasche hinten drauf. Oh, jetzt drehst du dich auch noch weg. Im Ernst jetzt? Kommt schon. Und ho! Ey. Geht doch. Komm, zeig dich. So ist schön. Ich fange dieses Gewehr echt an zu mögen. Was soll ich jetzt da hoch, oder was? Ah, oh. Ja. Das dachte ich mir, dass hier jetzt ein paar von den Viechern kommen. Aber von welcher Seite nähert ihr euch? Von da hinten? Von rechts? Ah ja, da kommen sie doch schon. Ne? Wow. So, dich haben wir. Komm hier. Ey. Von welchen Seiten kommt denn die jetzt überall? Wollt mich ja wohl verarschen. Ah, da unten bist du. Du Sackratte. Kannst du knicken. Ganze 30 EP bekommen. Na komm, nähert euch mal. Nein, warte mal, von wo denn? Ah, da aus der Gasse wahrscheinlich, gell? Na doch, da vorne. So. Wenn nicht mit gezielten Schüssen, dann halt einfach draufholzen. Das hilft im Zweifel. Au, au. Sag mal, bist du behindert da unten? Komm, wo bist du? Hab ich gerade eben nicht irgendeinen Schlitz durchgesehen. Ey, schade, hätte ich jetzt schön auf die Flasche schießen können. Hab's aber natürlich versemmelt. Aber egal, tot ist er trotzdem. Ah, natürlich waren das nicht die letzten.
Na? Oh. Ah, dann klasse, so ein Selbstmordgranatbombe. Okay, jetzt reicht mir. Er ist vorbei, du bist vorbei, Digga. Wow, du bist schon hier oben. Hau ab. Piss dich. Mensch. Dreckstyp. Pech gehabt. Bleibt dein Lunter halt bei dir. So, leck mich doch am Arsch hier. Och, im Ernst jetzt. Wann kommt das JTF? Jetzt. Sehr schön. Checkpoint verteidigen, bis JTF eintrifft. Na klar. Ey. Ey. Komm her. Sehr schön, noch ein Kopfschuss. Ist immer gut für die Wertung. Ach, JTF ist da. Sehr schön. Hoppala. Ein bisschen nachlade, hey. Na, komm, Typ, wo bist du? Ja, ich bleib hier oben schön in meiner Deckung. Ganz recht. So, ihr seid platt. Hey. Au, au, au. So, leck mich doch am Arsch. Kampf abgeschlossen, was sagst du hier so einfach? Also ich sehe oder... Danke. Nein, jetzt geht's. So, ach, Tenderloin. Okay, da war das ja gar nicht so verkehrt, was ich gerade eben gesagt habe. Da wissen wir jetzt, wie es ausgesprochen wird. Hätte ich bestimmt auch vorher schon gewusst, wenn ich irgendwann mal zugehört hätte. Was die NPCs mir hier immer sagen. Aber mittlerweile wissen wir alle ja, dass ich ein Faible dafür habe, sowas zu überhören. So, das nehmen wir mal. Ey, du sollst das aufsammeln, du Idiot. So. Munition und noch irgendein anderes Schönheitsdingsbumsen da. Komm, mach dich mal da weg. Ich muss looten. Loot, loot, loot. Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Oh, sieh mal, da haben sogar eine Waffe. Macht sich zwar schlechter, so wie es ausschaut, aber es gibt mir ja dann doch so ein bisschen Geld, Ressourcen, was auch immer. So, jetzt sind wir aber immer noch nicht so lange unterwegs. Guck mal hier, wir machen einfach noch eine Mission. Was soll der Geiz? Was machen wir denn? Machen wir hier mal einen Nebeneinsatz, glaube ich, gell? Stufe 9, Rettung Tenderloin Zivilisten. Oh ja, eine kleine Befreiungsaktion. Das kriegen wir auf die Kette. In der Zwischenzeit, wenn ich ja wieder zu geschneuzt werde, so wie sich das anhört, rüsten wir hier neu aus. Wow, das haut mein Damage aber echt gut runter. Rüstung zwar dafür höher und meine Fertigkeitenstärke höher. Gut, die Attribute sind exotischer Schaden. Ja, ja, Minderung, ich weiß, aber was auch. Who the fuck ist exotischer Schaden? Blind- und Taubwiderstand und desorientiert Widerstand. Ah, komm, nehmen wir es mal, damit wir nicht nur so auf Attack gehen. Ne. Jetzt hätte ich schon wieder beinahe gedacht, ich hätte da was, was nicht besser macht. Hab ich wohl falsch gedacht. So, das lassen wir aber mal schön bleiben da. So, und auf geht's zum nächsten Einsatz. Alter! Wir schießen hier. Wir Wahnsinnigen. So, ich glaube, um die große Sicherheitsflügelmission da kümmern wir uns im Cleaner versus, keine Ahnung mehr, wie die anderen heißen. Habe ich jetzt gerade schon wieder verpennt. Ja. So viel zu dem Thema. Ich stehe sowieso über allem. Komm her, so ist brav. Ein bisschen geholfen. Sehen wir, ist ja nicht wie bei den Wilden hier. Whoa, who the fuck ist das denn? Alter.
knallert nach. Uah. Fick dich. Du scheiß Bastard. Hihi. Du hast anscheinend daneben getroffen. So, dich haben wir platt. Ja, komm, gib mal bitte an. Bist du denn des Wahnsinns? Au, au, au. Guck mal hier, kann ich auch. Kriegst du auch mal dahin geschmeißen. So, komm her, jetzt musst du da irgendwas da ins Visier kriegen können. Wow, wow, wow. Du machst echt gut Damage, Typ. Irgendwie muss ich doch dein fucking Schild erstmal runterkriegen. Wow, wow, wow. Uncool, echt uncool. Mal ein bisschen heilen hier. Ich will doch nur diese scheiß Flasche ins Gesicht kriegen. Ah, ich glaube, sein Schild haben wir schon gut runtergeballert. Ja, sehr schön, sehr schön. Oh, falscher Moment zum Nachladen. Nochmal ein kleines Medipack reinhauen. Sehr nice. Und down ist er. Ah, mal gucken, was er uns hat fallen lassen. Schöne Waffe. Oh, eine schöne Waffe. Macht uns zwar wiederum schlechter, aber schöne Sache. So, jetzt können wir uns auch um unseren Einsatz kümmern. Ah ja, genau. Die Rettung der Tenderloin-Zivilisten. Ach, immer diese Scheiß. Komm, wo piepst du? Ha. Na, ich hab das Gefühl, wir werden es gleich merken, wenn es irgendwann nochmal Bumm macht. So, den Bereich sichern. Ist gebongt, Captain. Haben wir denn überhaupt irgendwo Gegner? Oh ja, da hinten. So, wechseln wir wieder auf unser Sniperchen. Nein, das ist nicht der Sniper. Fuck. Ah ja. Oh. So, der Rest dürfte ziemlich einfach gehen. Yeah, schon wieder ein Headshot. Immer diese Nachladekacke hier. Uppala. Der darf mir nicht so nahe kommen, sonst habe ich ein Problem mit seinem Flammenwerfer-Wix-Ding da. Na, komm, wie sieht's aus? Wo haben wir denn noch was hier? Ah, da haben wir noch. Oh, den einen oder anderen sogar. Genau. Hoppala. Fuck, fuck, fuck. Bleib weg mit deinem scheiß Flammenwerfer. Alter, wie viel seid ihr denn? Seid ihr denn bescheuert? Hehehe. Bada boom. In your face, motherfucker. Oh, eine Maske, die uns besser macht. Das ist schon mal viel wert. Ich glaube, ich weiß, welche verkackt. Ah, ne. Ist nicht die Mission. Ab in die U-Bahn. Ist ja überhaupt gar kein Problem immer, wenn es brennt. Stromgenerator einschalten. Ist gebongt, wird gemacht. Ist für mich ja überhaupt gar kein Problem. Hm. Das ging allerdings in der Tat wesentlich einfacher, als ich gedacht habe. Oh oh. Ah ja, es wurden Gegner entdeckt. Wer hätte das gedacht? Ey. Also manchmal macht der Gamepad hier echt nicht das, was ich will. Oder ich mache einfach nicht das, was ich sollte. So. Ah ja. Komm hier, setzen wir den einfach mal. Mein Geschütz dahin irgendwo hin. Ah, das gibt keinen. Ja, dahinter. Geht jetzt hier aus. Da sieht sauber aus. So.
Ansonsten sieht es da hinten nach einer Menge Wumms aus. So. So. Ich mach euch alle platt. Könnte. Oh, wollte gerade sagen, könnte mein Geschütz nicht mehr ein bisschen mehr schießen. Ist scheiße, wenn man einfach so blind in den Nebel reinballert. Habe ich nur das Gefühl oder verballere ich hier gerade eine Menge Kopfschüsse irgendwie? Oh, fuck. Oh, oh, Sniper. Das ist gar nicht so schön. Ich mag Sniper nicht, wenn ich es nicht finde, snipert. Ich hab dich gleich mal einschieben. Könntest du mal sterben, dankeschön. So. Jetzt bin ich hier der mit dem Sniper. Da hat es Boom gemacht. Lass doch so ein Scheiß sein hier. Menschenskinners. So, dich haben wir auch down. Come on. Aha, hat sich verworfen. Hihihi. Na komm, zeig dich, zeig dich. Sei ein braves Kind. Fuck, fuck. Hehe. Granate auf sich selbst geworfen. Idiot. Hihihihi. So, hallo Sniper-Typ. Da zielt er wohl nicht schnell genug, das Kerlchen, hä? So, alles gesichert, so wie es ausschaut. Jetzt sammeln wir hier noch so ein bisschen unseren Kram ein. Unten haben wir noch eine kleine Tasche, da gucken wir nochmal rein. Was haben wir hier drin? Wieder irgendwas, was ich nicht aufsammeln kann. Alles klar. Dann bleibt es halt da. Munition. Was war das hier noch? Achso, Medipack. Brauche ich eins? Nö. So, was haben unsere Freunde hier drüben für uns fallen lassen? Munition, Munition, immer noch mehr Munition. Ah, kann man auch nie, kann man nie genug von haben. Das wollte ich sagen. Ha, und hat sich ja gegrimed. Hallo, Leute. Sehr schön. Das war schrecklich. Gut, dann haben wir das jetzt auch fertig. Aber jetzt machen wir hier auch Feierabend. Jetzt haben wir genug rumgespielt. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ja, oder? Machen wir noch? Nee, alles andere ist hier zu weit weg. Bis wir da sind, bis wir das dann geschafft haben, dann wird das Video nur wieder zu lang. Also machen wir hier Feierabend. Ich sag bei euch einmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und den ganzen Geschiss von wegen könnt gerne Kommentare da lassen und. Brauche ich euch ja nicht wieder zu erzählen. Mittlerweile kennt ihr das Ganze ja. Und entsprechend freue ich mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder zu hören, zu sehen, zu schreiben, lesen. Nein, eigentlich hört ihr mich, aber... Na, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine und worauf ich hinaus will. Dementsprechend, haut da rein. Tschüss.